Herzlich willkommen zu Let's Play mit Matsch. So, wir sind ja jetzt hier im New Game Plus. Wir haben ja gestern fertig gespielt, durchgespielt und haben ein neues Spiel gestartet. Und sind ganz am Anfang. Allerdings können wir wohl auf unsere gesamten Waffen zugreifen, also im Moment noch nicht. Aber sobald wir irgendwie eine Bench finden, können wir das wohl. Und es gibt neue Gegnertypen. Da bin ich sehr gespannt, was das für Gegnertypen sein werden. Es soll auch noch andere Geheimnisse geben. Ja, lass uns mal überraschen. Ich soll jetzt da lang gehen, aber ich gehe natürlich erstmal da lang, in die Gepäckhalle. Um zu schauen, ob es da was zum Looten gibt. Wie zum Beispiel hier dieses Geld. Hier gibt es keine Energie, das ist nicht gut. Cargo Arrival. Da kann ich nicht durch. Oh, wow. Hab ich mich erschreckt. Aber was halt gut ist, ist die Waffe ist der Hammer. Ja, also die. Ich habe den Schwierigkeitsgrad nicht erhöht. So, was kann ich jetzt hier machen? Ich kann jetzt hier den Wartungssektor einschalten. Oder das Frachtlager. Machen wir erstmal das Frachtlager. Ja gut. Ach so. Der will sich mir gar nicht stellen. Kommst du gleich hier raus? Ja. War doch nicht. Also wenn die sich natürlich mit einem Schuss hier schießen lassen, dann ist das gut. So. Ja, hier geht es natürlich wieder raus. Das kann ich mit der anderen Einstellung machen. Ups, was haben wir denn hier noch? Nochmal Geld. Dann kann ich hier wahrscheinlich sagen, ich möchte gerne hier rausgehen zum Wartungssektor. Speichern ist zwar ein bisschen unnötig, aber... Speichern ist nie unnötig. Ja, ich bin hier verkehrt, ich weiß. Isaac, mach dir nicht die Mühe, auf den Kopf zu zielen. Das fällt dir nicht mal auf. Okay. Es geht nur, wenn du sie zerhackst. Ihre Arme, ihre Beine. Bringt sie das denn um? Oder können sie sich dann nur nicht mehr bewegen? Ja, beides. Gut, dann gehe ich jetzt doch mal den Weg, den das Spiel mir weist. Ja, hier ist die Tür. Wunderschön. Lecker. Fällt die aus der Bahn raus. Und so. Jetzt Level 1. Sicherheitsfreigabe erforderlich. Das ist ja dann schon resettet. Das heißt, also da muss ich jetzt schon dem Spielverlauf folgen, um das wieder zu kriegen. Ach ja, und
Ich habe hier auch noch keine anderen Kräfte. Ja, ich kann mir jetzt das Stasi-Modul hier reinstecken. Sehr gut. Ich freue mich vor allem so ein bisschen, dass ich ja dann hergehen kann und meinen Anzug komplett aufwerten, ja. Stasi ist voll. Wir haben eine Türstörung auf dem Weg zum Wartungssektor. Kannst du das reparieren? Nein, aber ich habe einen Stasi-Motor gefunden. Wenn ich schneller bin als... Ich schaffe das. Hab ich doch schon geschafft. Da liegt noch ein Stasi-Dingsi. Ja, nach diesem Erfolg... Oh. Habe ich mich erschreckt hier. Muss das sein? Ist aber auch wirklich bitter in so einem Gang mit so vielen Möglichkeiten und dann weißt du nicht, von wo der Gegner kommt. Und das Fiese ist, er kommt dann gar nicht. Ja, dann kommt er halt nicht. Also dann speichern wir nochmal schnell. Mit dem Medipack. Denn sparen muss man immer. Es gibt keinen Grund, nicht zu sparen. Wo will das Programm, dass ich hingehe? Nach da. Weil da hinten ist nichts. Aber hier ins Badezimmer. Können wir es nochmal schnell frisch machen. Schaut nicht gut aus. Noch mehr Plasma-Energie. Wunderbar. Das Badezimmer ist aufgeräumt. Und da können wir eh nicht durch. Da ist auch sonst nichts mehr. Okay. Ja dann. Lass uns mal dahin laufen. In die Werkstatt. Auch wenn ich jetzt natürlich alles mir... Oh. Maschinenraum. Habt ihr ein Stasi-Modul? Wir brauchen eins in der Monorail-Wartung. Sofort. Der Autolader ist hinüber. Hier ist ein kaputter Monorail-Waggon auf den Schienen. Und wenn alles blockiert ist, rufen Sie dann wohl. Ihr Tempel, wir schicken ein Stasi-Modul. Was ist denn mit dem automatisierten Lader? Keine Ahnung. Hier geht gerade irgendwie alles kaputt und ich höre Dinge. Unten in den Gängen, wo niemand sein kann. Weißt du? Ich weiß. Auch wenn man jetzt mir meine Berechtigungen genommen hat, was man mir nicht nehmen kann, ist, dass ich jetzt weiß, wie es geht. Reparatursystem online. Ladesystem reinitialisiert. Warnung. Fehlfunktion des automatischen Laders. Bitte wenden Sie sich an einen Reparaturtechniker. Okay, ich bin Reparaturtechniker. Oh, daneben. Linker Ladegreifer befestigt. Oh! Habe ich mich erschreckt. Weil ich so überrascht war, dass der linke Ladegreifer einfach funktioniert hat. Da war doch ein Defekt. Jetzt kommt noch einer. Also ein Schuss und tot. Ist gut irgendwie. Es war gut, wie es beim ersten Durchlauf war. Rechter Ladegreifer befestigt.
Aber es ist auch gut, wie es jetzt ist. Defekter Monorail-Waggon wird ersetzt. Bitte warten. So, da kommt noch mal einer. Hat mich erwischt. Hey, was ist? Hey, Wallo! Das sag einmal! Habe ich gerade noch gesagt, ein Schuss und tot, und jetzt, der hat ja jetzt hier. Wow! Der hat ja jetzt auch, also. Der Waggon hat das ganze System blockiert. Also ja, toll. Deine Datenplatine war auch durchgebrannt? Laut Inventar gibt es eine Ersatzplatine im Wartungssektor. Ohne können wir die Monorail nicht betreiben. Na super. Also so effektiv war das nicht. Aber hier geht es anscheinend nicht weiter. Gut, ich hätte auch mal die Stase mehr einsetzen können. Hab ich nicht. Das ist ja praktisch, dass da noch ein Health Pack ist. Noch irgendwas übersehen. Oh, da oben krabbelt was. Kommst du runter, oder? Kommt anscheinend nicht runter. So, gespeichert ist. Muss ich wieder durch die Tür. Ich muss die Platine finden. Au! Ja, super. Ein tolles Kino. Können die schon so früh schießen, ja? Also, wenn es so weitergeht mit meiner Heilerei, gebt mir die Heilpillen bald aus. Bei jedem weißen Licht denke ich immer, das kann ich looten, aber leider kann ich es nicht looten. So. So bin ich wieder hier. Ich muss da lang. Was war da hinten? War ich da schon? Der linken Tür. Vermutlich ja, oder auch nicht. Ja, zum Flugdeck. Da habe ich denn eigentlich alles angeschaut in dem Flugdeck? Habe ich nicht, gell? Ich bin da wieder zurück, weil ich mir gedacht habe, jetzt gehst du mal wieder zurück. Aber wahrscheinlich komme ich da so gar nicht mehr her. Ich kann mich auf jeden Fall... Ach ja, schau mal, da konnte man ja von da hier rüber schauen. Oh, hier ist nix. Can't see anything. Schau ich das ist doch noch mal ein bisschen genauer an hier. Na ja, habe ich das doch alles schon gelootet hier. Ah, der Aufzug, der geht nicht. Mhm. Ja, Mist.
Dann war das schon mal umsonst. Dann legen wir jetzt hier nochmal ein kleines Speicherlein ein. Genau so. Bitte unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo, euren Likes und euren Kommentaren. Und ich überlege mir mal ganz genau, was ich als nächstes mache, und ich nehme euch mit, wenn ihr wollt.